Hallo und herzlich willkommen zur Wanderung auf den Aschberg im Vogtland. Doch bevor es auf den Aschberg ging, durften wir nochmal einen herrlichen Blick über Klingenthal genießen und auch auf dem Weg konnte man seinen Blick immer wieder in die Ferne schweifen lassen. Auf der Wanderung können wir das Vogtland in vollen Zügen genießen. Das Vogtland erstreckt sich nicht nur über die drei Freistaaten Sachsen, Bayern und Thüringen, sondern auch über Böhmen. Der Gipfel des Aschbergs liegt beispielsweise auf böhmischer Seite. Immer wieder können wir nicht nur die Weitblicke genießen, sondern auch einen traumhaft vogtländischen Herbstwald. Auf der böhmischen Seite angekommen, werden die Weitblicke immer besser und besser. So kann man beispielsweise ins Tal von Schwaderbach blicken. Auf dem Weg zum Aschberg kamen wir auch an der Aschbergwiege vorbei. Die Sage wurde vermutlich von einem Bergmann erdacht und kann in ausführlicher Form auf einschlägigen Webseiten nachgelesen werden. Nun befinden wir uns auf dem Aschberg. Es ist ein 936 Meter hoher Berg im Erzgebirge bei Klingenthal im Vogtland. Halt, stopp, was nun? Erzgebirge oder Vogtland? Zur Aufklärung, das Vogtland ist ein südwestlicher Ausläufer des Erzgebirges. Ein Teil der Mittelgebirgslandschaft zählt zum Naturpark Erzgebirge Vogtland. Auf dem Aschberg befindet sich zudem ein Aussichtsturm für die Wanderer. Die Aussicht ragt unter anderem über das böhmische Erzgebirge, das Elstergebirge, hin zum Kahlberg und den Fichtelberg. Aber auch Leipzig, die Berge des Fichtelgebirges und des Frankenwalds kann man erkennen.